Helmut Karasek, wer war das? Helmut Karasek war ein, ich glaube, er ist in Tschechien geboren. Einige Talkshows gesehen, literarischer Art. Deutschsprachiger Schriftsteller. Kein Blatt vor den Mund nahm. Ist erst gestern gestorben. Gewisse Dinge sehr kritisch hinterfragte. Er war ein sehr berühmter Literaturkritiker. Oder auch ganz allgemein zum Thema Kunst und Kultur, wo er sich zu verschiedensten Themen äußerte. Er hat sich immer im literarischen Quartett mit dem Herrn Reich-Ranicki, der schon vor ein paar Jahren verstorben ist, gestritten. Ich glaube, dass das ein sehr intelligenter Mann war, so wie ich den da wahrgenommen habe. Und ich weiß halt, dass er jetzt verstorben ist. Okay. Denkt man an Literaturkritik, kommt man um drei Namen Unmöglichen weg. Marcel Reich-Ranicki, Helmut Karasek und Sigrid Löffler. Die bedeutendsten Kritiker am deutschsprachigen Buch. Sie prägten die Sendung Das Literarische Quartett, mittlerweile abgesetzt. Marcel Reich-Ranicki verstarb vor zwei Jahren im September. Nun, ebenfalls im September, reist Helmut Karasek ein bedeutendes Loch in die Literaturlandschaft Deutschlands. Helmut Karasek, der unter anderem mit seinem Pseudonym Daniel Doppler bekannt gewordener Dramaturge und bedeutender Journalist wie auch Mensch, verdient in dieser Angelegenheit einen besonderen Respekt.